Corporate Governance ist in der Betriebswirtschaft sowas wie ein Modewort. Dabei steckt dahinter eine wichtige Aufgabe. Was Corporate Governance ist, sehen wir uns heute an. Ab geht's! Corporate Governance ist ein Praxisfeld, bei dem es um das Lenken von Managern geht. Dabei geht es um das Schaffen eines Rahmens für Leitung und Überwachung eines Unternehmens. Im Fokus stehen dabei die Anspruchsgruppen. Um Corporate Governance zu verstehen, brauchen wir Grundlagen der Agency-Problematik, die durch die Trennung von Eigentum und Kontrolle entsteht. Der Prinzipal, also Eigentümer, stellt Agenten, also Manager ein, um das Unternehmen des Eigentümers bestmöglich zu führen. Die Agency-Theorie versucht, sinnvolle und effiziente Lösungen zu entwickeln, um diese Agency-Problematik zu lösen. Lösungen können zum Beispiel Überwachung oder Anreize sein. Auch spielt der Aufsichtsrat eine Rolle. Dieser wird von den Aktionären gewählt, um die Überwachung des Managements durchzuführen. Die Eigentümer sind auch nicht zu vergessen. Eigentümer sind zum Beispiel private Investoren, institutionelle Investoren oder Hedgefonds. Die einzelnen Eigentümer haben unterschiedliche Anreize und Absichten. Corporate Governance beschäftigt sich also insbesondere damit, wie verschiedene Mechanismen zur Wertschöpfung innerhalb des Unternehmens beitragen. Nur bei einer Vielzahl von Mechanismen ist es Managern und Investoren möglich, gute Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Mechanismen sind zum Beispiel soziale Normen, Reputation und Vertrauen, Verhaltenskodizes, Unternehmensrecht, Gremien oder Anreizsysteme. Die Mechanismen passen durch unterschiedliche Stärken und Schwächen mehr oder weniger gut in bestimmten Situationen. Die Mechanismen sind nicht unabhängig, sondern abhängig voneinander, was dazu führt, dass sie zusammen ein System bilden. Dabei können sich Mechanismen sowohl ergänzen als auch ersetzen. Logischerweise ergibt sich eine natürliche Priorität, da einige Mechanismen als Folge eines anderen Mechanismus entstehen. Governance ist also wichtig für die finanzielle Performance des Unternehmens und zielt darauf ab, gute Entscheidungsfindung zu sichern. Einige Corporate Governance-Ansätze gehen näher auf die Finanzierung des Unternehmens ein und diskutieren, wie Ansparungen und der Anstieg institutioneller Anleger bzw. Investoren am effektivsten genutzt werden kann. Corporate Governance ist ein super spannendes und bedeutendes Feld, nicht zuletzt durch unternehmerische Versäumnisse und Skandale. Du möchtest mehr über die Prinzipal-Agenten-Theorie lernen? Dann check dieses Video ab und unsere Playlist. Abonnieren und Daumen hoch und bis bald. Ciao.